Guten Tag, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem zweiten Laboratorium in der Gedok-Galerie Berlin. Eine Ausstellung selber von den Künstlern zusammengestellt zu einem interessanten Thema, Sehnsucht. Und das Zitat ist Warten auf Josephine Beuys von Gisela Breitling, die leider 2018 verstorben ist und ja langjähriges Mitglied in der Gedok Berlin war. Ich werde Sie durch die Ausstellung führen und die einzelnen Arbeiten vorstellen und hoffe, Sie haben einen guten Einblick. Und diese Ausstellung geht nochmal bis zum 6. März und wir freuen uns über einen Besuch. Ja, danke. Wir legen gleich los. Zur ersten Arbeit von Annette Rischer-Sparling. Sie ist in der angewandten Kunst und macht aber auch Plastiken. Und vielseitige Arbeiten sind immer zu sehen in unserer Galerie. Und hier hat sie Lebensringe, Jahresringe aus rostigem Material installiert. Und ein goldener Jahresring liegt dazwischen. Und normalerweise finden Sie diese Arbeiten in der Natur. Und sie hat sie jetzt in der Galerie ausgestellt. Auch sehr schön auf diesem Boden, der auch lebendig ist. Ich möchte jetzt ihr Zitat vorlesen. Meine Arbeiten, alles hat seine Zeit. Und Spiralträume bestehen aus rostigem Material, Metall, Blattgold, Pigmenten und Plexiglas. Die Metallringe und Spiralfedern hatten zunächst andere Bestimmungen. In Verbindung mit längst vermodertem Holz dienten sie dem Böttcher im Weinfassbau oder in einem Sprungfederrahmen zur Bequemlichkeit von Liegen. Als Fundstücke lassen sie Rückblicke in vergangene Zeiten zu und beflügeln Fantasien. Hier erscheinen sie als Ausgangsmaterial für neue, kleine, kreisförmige Objekte, die den Betrachter oder die Betrachterin Raum für eigene Interpretationen lassen. Von Heike Franziska Bartsch, und zwar sind es drei Fotos, Bildinszenierungen mit Operafolie im Theatersaal von 2022 mit jeweils zwei Aufnahmen und einer dritten Ebene, den Darstellern gedruckt auf Lumix, annähernd alle drei sind in 60x80 cm auf Plexiglas gedruckt auf Lumix. Und die Titel sind, das erste Bild ist You Will Own Something, wir möchten nicht enteignet werden. Das ist eigentlich eine Aufnahme aus Köpenick und die zweite Aufnahme besteht aus Orchideen, aus Wildwuchsorchideen. Ja, das verbindet sich über die Figuren, die ein Bild freilegen. Dann eine weitere Arbeit und zwar Mauer, die Mauer des Schweigens für die Freiheit, Würde und Gemeinschaft durchbrechen. Da habe ich von der East Side Gallery eine Aufnahme genommen und auch wiederum diese Orchideen dagegen projiziert. Ja, das Ganze ist ein farbiges Schattenspiel mit Darstellern und überrascht mich selbst immer wieder, was dabei rauskommt. Auch ja, wenn man weiß, wie es gemacht wird, ist man natürlich ganz anders involviert wahrscheinlich. Da es ja eine live dreidimensionale Arbeit ist und nicht zweidimensional am Rechner. Dann habe ich hier noch eine dritte Arbeit einbringen können, und zwar Kiez statt Profitwahn. Das sieht man auch, da sitzen Leute in der Nähe von einem Ostbahnhof am Ufer und auch wieder die Gegenprojektion mit den Orchideen aus dem Botanischen Garten. Ein ziemlicher Wildwuchs. Ja, nun kommen wir zu einer weiteren Arbeit von Christine Sophie Blöß mit dem Titel Josephine B. ist und dann Schrägstrich ist mit Doppel-S allein. Maße sind 100 x 66 cm auf Alu-Dibond, auf Hochglanz, sehr, sehr eindrucksvoll, farbig finde ich das unheimlich schön, eine tolle Arbeit, gefällt mir sehr. Text ist auch ganz spannend, da sie sich ja auch auf dieses Zitat bezieht. Die Fotoarbeit Josephine B. ist allein spielt mit dem Begriff der sozialen Plastik von Joseph Beuys in doppelter Weise
Unübersehbar ist hier alles: Plastik, Verpackungen, Besteck, Trinkgefäß, Tablett und sogar die Blumendeko. In der parodistischen Zuschaustellung dieses Plastikarrangements liegt aber gleichzeitig der Bezug zu dem Kunstbegriff der sozialen Plastik. Denn als soziale Plastik weist diese Mahlzeit auf erhebliche Defizite, besonders in wirtschaftlichen und sozialen Bereichen hin. Die Person, die das Essen einnehmen wird, scheint allein zu sein und hat sich auf die Schnelle wahllos etwas im Supermarkt zusammengekauft, was irgendwie an ein Drei-Gänge-Menü erinnern soll. Die Vereinzelung der Essensgewohnheiten findet man übrigens in den Kühlregalen der Supermärkte perfekt abgebildet, denn die Portionsgrößen sind überwiegend auch nur auf eine Person zugeschnitten und dementsprechend verpackt. Die zur Schau gestellte Essensgewohnheit wirft also die Frage auf, wo in der durchorganisierten Konsumwelt Spielräume für individuelle Entfaltungsmöglichkeiten verbleiben. Ja, jetzt kommen wir zu einer weiteren Künstlerin, Hun He Fischer. Und sie hat Frottagen auf Leinwand. Drei sehr unterschiedliche Arbeiten sind hier zu sehen. Das erste Bild heißt Die Blicke, hat den Titel Die Blicke und ist in einem Format von 75,5 x 55 cm Mixed Media. Das Zitat dazu: Jeder Blick, jede Erfahrung, jeder Moment werden in unsere Lebenskette eingefügt. Es war einmal, wenn die Lebenskette fertig gefüllt ist, dann geht die Reise weiter im unendlichen Kosmos. So endet sie nie, unsere Geschichte. Das ist ihr Zitat, bezieht sich aber, denke ich mal, auf alle drei Arbeiten. Und jetzt gehen wir zum nächsten. Die endlose Geschichte. Die endlose Geschichte, Papier und Acryl und Stift auf Leinwand. Auch in einem Format 53,5 x 45,5 cm, aber hat eine ziemliche Kraft und mit dem Grün ist sehr lebendig. Strukturiert auch mit der Oberflächenstruktur, finde ich ganz spannend. Und ihre dritte Arbeit heißt Lebensspirale, ist in 60x60, also in einem quadratischen Format und ist auf Acryl, in Acryl auf Leinwand, 2021 geschaffen. Die meisten Arbeiten sind 22 und 21. Eindrucksvoll. Zu einer weiteren Künstlerin aus unserer Ausstellung, und zwar ist es die Katrin Grote-Baker mit ihrer seriellen Arbeit. Das sind 6 serielle malerische Arbeiten, jeweils 54x33 cm. Und die hat den Titel, diese Serie, Roma Amor. Die 6 Leinwandarbeiten sind in Rom entstanden und sind Teil einer fortlaufenden Serie seit 2012. Sie wurden zunächst auf einer großen Leinwand gearbeitet, dann in einem späteren Arbeitsprozess in 6 Stücke geschnitten und auf Holz mit Nägeln montiert. Materialien sind Öl, Acrylfarben und Graphitstift. Die Technik des Frottagierens ermöglicht mir, sehr tiefe Strukturen zutage zu bringen. Ich setze einzelne Bodenstücke wie ein Patchwork als ein neues Ganzes zusammen. Und somit erzähle ich eine Geschichte, wo Ungeahntes zum Vorschein kommt. Ja, wir kommen nun zu Juliane von Arnim. Sie hat 3 sehr lebendige, farbenfrohe Malereien von 2022 und zwar auf Leinwand. Eine größere Arbeit, Maße 100x100, mit dem Titel Two Barns in Ohio und 2 kleinere Arbeiten. Ich möchte erstmal zu dieser größeren was sagen. Die Arbeit Two Barns in Ohio entstand nach einem Aufenthalt im Sommer im mittleren Westen der USA.
Die Weite der Landschaft und die zum Teil am Horizont erkennbaren Gebäude haben mich fasziniert. In dieser Arbeit habe ich Eye-Tempera und Acrylfarben verwendet. Bei den beiden kleineren Bildern entwickelt sich die Landschaft aus einem freien Farbauftrag. Die Horizontalen, die je nachdem wie eine weite Landschaft oder etwas bergiges Land suggerieren, kommen durch innere Bilder der jeweiligen Zeit zustande. Hier habe ich mit Acryl auf Leinwand gearbeitet. Die kleineren Bilder haben einmal den Titel Waldsaum und das zweite Über dem Wasser und sind beide in 30x30, auch einem Quadrat. Also alle drei Arbeiten sind quadratisch und sehr farbenfroh, also sehr lebendig, wohltuend, gerade in dieser Zeit. Kommen wir zu Ulrike Schmelter und sie hat eine sehr sensible Malerei mit dem Titel New Horizons von 2021, Acryl auf Leinwand in 100x140 cm, Querformat, was auch die Horizontale oder diese Weite in dem Raum ganz gut betont. New Horizons, auf zu neuen Ufern. Das Jahr 2020 hat die Welt und unser Leben schlagartig verändert. Für die meisten von uns bedeutete dies, auf vieles zu verzichten. Auf Reisen und Urlaube waren kaum möglich. Das Werk New Horizons spricht von der Sehnsucht, sich wieder unbegrenzt auf dieser Erde bewegen und andere Länder kennenlernen zu können. Sehnsucht nach Freiheit und Unbeschwertheit. Diesem Werk liegt aber noch ein viel tiefgreifender Sinn zugrunde. Zu neuen Horizonten heißt schließlich auch, Gewohntes hinter sich zu lassen und offen für neue, vielleicht auch ungewöhnliche Wege zu sein. Darin sollten die Chancen für uns in dieser Zeit liegen, die es zu nutzen gilt. Aber nun zu Diana Pacelli, Saluti und Baci von 2022. Das ist eine Fotoserie, 9 Fotos in 13x10 cm. Das ist eher so eine Art Konzeptkunst. Und ihre Hashtags lauten Holiday Weekend, Holiday Mood, Great Memories, Vacation Vibe, Being Far Away, Enjoying Myself, Tropical Islands, Machu Picchu, Great Valencia. Ich spreche leider kein Spanisch, da bin ich, glaube ich, etwas kreativ. Und Secret Forest, Love USA, No Photoshop, No Filter, I was there. Und jetzt kommen wir noch zu Gisela Breitling und die ist leider verstorben. 2018, glaube ich, und hat aber ein unheimliches Werk hinterlassen und haben eine Leihgabe mit einer älteren Arbeit von 1987. Dieses Ölbild ist nicht fertig und dadurch hat es aber auch für mich jetzt persönlich einen unheimlichen Reiz. Da sieht man so die Untermalung, fast skizzenhaft und für mich auch sehr lebendig. Der Titel ist die Staffelei. Und die Arbeit ist von 1987 genau, ohne Signatur, Öl auf Leinwand. Das Format 1,40x1,20. Man sieht eigentlich auch eine, ja, für mein Empfinden sehr desolate Umwelt, in der die Künstlerin ihre Staffelei aufstellt und die Menschen aber da niederliegen und viel Umweltverschmutzung stattfindet auf diesem Format, in diesem Raum. Etwas dystopisch und leider so auch vielleicht bezeichnend für das, was wir im Moment erleben.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen hat das Eindrücke verschafft und möchte noch mal darauf hinweisen, viele Künstlerinnen haben hier ausführliche Statements und unser Rundgang würde den Rahmen sprengen, wenn ich so manchen Text gänzlich vorlese. Also es ist sehr schön herzukommen, die Ausstellung geht noch bis zum 6. und man kann dann auch ein bisschen schmökern in den Texten.